was es Neues gibt. Es ist soweit. Nach doch einigen Verhandlungsrunden haben wir zueinander gefunden und ich habe heute meinen Vertrag hier beim KSC um 2 weitere Jahre verlängert. Gut, jetzt primär natürlich steht nach wie vor der Klassenerhalt im Fokus. Das ist unser oberstes Ziel. Da sind wir momentan auch relativ gut unterwegs. Aber wir wissen auch natürlich, dass du immer achtsam sein musst in dieser Liga, die sehr eng ist, wo jeder jeden schlagen kann. Aber für den Moment sind wir zufrieden und auch relativ zuversichtlich, dass wir auch da weiterhin die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt holen werden. Und darüber hinaus steht die Kaderplanung im Vordergrund und da sind wir momentan ja, auch gut unterwegs. Gut, es ist immer so, dass ich zu meinen Cheftrainern einen immer sehr engen, vertrauten Kontakt pflege. Wir sehen oder telefonieren eigentlich täglich. Wir tauschen uns immer über alles Mögliche aus, über die Aktualität des Spieltags, auch über die Trainings oder auch über neue Spieler, das ist gang und gäbe. Und ich habe mit Necat Aygün einen Kaderplaner an meiner Seite, der mich auch im täglichen Transfergeschehen unterstützt. Die Scouting-Abteilung haben wir neu entwickelt. Auch da gab es ja früher immer nur Lothar Strehlau als Chef-Scout, der im Prinzip sein einziger Chef war. Da haben wir jetzt auch mit Necat im Prinzip jemand dazu geholt, der diese Abteilung organisatorisch führt. Wir haben momentan 4 Honorar-Scouts, die für uns in Deutschland scouten, was momentan natürlich etwas problematisch ist aufgrund der Corona-Zeit. Auch da sind wir dran, diese Abteilung noch etwas auszubauen. Da wollen wir auch noch 2, 3 Honorar-Scouts dazugewinnen. Aber so entstehen die Dinge, so sind wir dran, die Dinge auch weiterzuentwickeln im Sport. Und da bin ich auch guten Mutes, dass wir uns da noch besser aufstellen können.